Schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Tja, die Wirtschaft brummt. Hierzulande herrscht Vollbeschäftigung, was Unternehmen natürlich für große Herausforderungen stellt. Neue Konzepte in der Personalpolitik sind gefragt. Und als ein Beispiel dafür haben wir das Unternehmen SBS Feintechnik aus Schonach zugehörig zur Burgergruppe eingeladen. Die SBS Feintechnik GmbH und Co. KG ist das Herzstück der Burger Group, spezialisiert auf kundenspezifische Antriebstechnik. Zu den Auftraggebern zählen namhafte Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Gebäude- und Haushaltstechnik, Maschinen- und Anlagenbau oder Medizintechnik. Traditionell werden im Schonacher Unternehmen heute noch die mechanischen Uhrwerke für Kuckucksuhren gefertigt. Mit einem Marktanteil von 90% ist die SBS Feintechnik hier Weltmarktführer. Und in diesem Segment liegt auch der Ursprung. 1856 begann der Gründer Josef Burger mit einer Gießerei für die Herstellung von Uhrenbestandteilen. Heute, 160 Jahre später, ist aus der Gießerei eine internationale Unternehmensgruppe mit über 1000 Mitarbeitern in 7 Standorten in Europa und Nordamerika geworden. Die SBS Feintechnik wurde mehrfach für ihre Personalpolitik ausgezeichnet. Zuletzt für das Projekt We Care zur Integration ausländischer Mitarbeiter, die inzwischen 15% der Belegschaft ausmachen. Apropos Mitarbeiter, die heißen bei der Burger Group Mitdenker. Durch eine hohe Ausbildungsquote von 11% stammen viele von ihnen aus dem eigenen Nachwuchs. Ja, und zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich Thomas Burger, er ist Geschäftsführer von SBS Feintechnik und auch von der Burger Gruppe. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, sagen Sie, ärgert Sie das, dass viele Ihrer Produkte sozusagen drin sind, aber man es nicht weiß? Ach, ich denke, da muss man drüber stehen. Es freut uns natürlich, dass wir so viel mit unseren Zahnrädern bewegen können in unterschiedlichsten Branchen. Und insofern, wie wir so schön sagen, wir sind sehr oft drin, aber stehen nirgends drauf. Sie sind ja jetzt die Generation 5.0, sagen Sie auch. Es ist ja ein Familienunternehmen, Inhaber geführt. Was hat sich denn über die verschiedenen Generationen entwickelt und was ist gleich geblieben? Gut, auf der einen Seite ist es so, dass wir unseren Grundwerten treu geblieben sind über die 5 Generationen. Die 6. ist ja auch schon bei uns letztendlich mit am Start, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite haben sich natürlich die Produkte und auch die Technologien verändert. Wir haben mal als Gießerei im Sandgussverfahren begonnen mit Uhrenbestandteilen und sind heute ein Systemlieferant für kundenspezifische Antriebstechnik. Die Materialien haben sich verändert. Bis in die 70er Jahre waren wir in Metall unterwegs, dann kam der Kunststoff dazu und jüngst natürlich auch die Elektronik, sodass wir auch ein mechatronisches System für unterschiedliche Anwendungen anbieten können. Sie haben rund 1100 Mitarbeiter. Das Unternehmen selbst ist 160 Jahre alt. Nun haben Sie über die Jahrzehnte natürlich die unterschiedlichsten Entwicklungen in der Wirtschaft durchgemacht. Momentan ist Konjunktur, der Laden brummt, schwierig Leute zu bekommen. Ihre Strategie ist, Flüchtlinge, auch ausländische Mitarbeiter in das Unternehmen zu holen, auch eine hohe Ausbildungsquote zu haben. Warum? Ich komme aus einer Region, wo traditionell die Arbeitslosigkeit sehr gering ist. Und insofern, wenn man ein wachsendes Unternehmen in der Region ist, muss man innovative Ansätze haben, auch im Personalbereich, um ausreichend Mitdenkerinnen und Mitdenker zu bekommen. Und da fahren wir eben auf unterschiedlichen Schienen. Zum einen die hohe Ausbildungsquote, aber zum anderen auch Zuzug und die Integration auch von neuen Menschen, die in Deutschland angekommen sind, sofern es natürlich auch möglich ist. Wie funktioniert das denn ganz genau? Wo treten Sie auf, dass diese Menschen zu Ihnen kommen oder ist das schon allgemein bekannt? Ja, also zum einen haben wir natürlich in unserer Region auch jetzt Flüchtlinge in jüngster Zeit bekommen, die hier dann wohnen. Da haben wir natürlich geschaut, dass wir auch mit den Behörden entsprechend Kontakt bekommen und haben sowohl was jetzt im Anlernkräftebereich
hier Leute gesucht und haben auch den einen oder anderen bekommen. Es sind natürlich gewisse Voraussetzungen notwendig. Das ist grundlegend mal die Sprache, dass man sich verständigen kann, und haben parallel dazu natürlich auch geschaut, gibt es auch junge Menschen, denen wir einen Ausbildungsplatz anbieten können. Und da haben wir jetzt auch tatsächlich aktuell in diesem Sommer zwei finden können, die bei uns eine technische Ausbildung machen und bisher mit sehr viel Erfolg und auch mit Freude von unserer Seite, weil wir sehen, der Versuch ist geglückt. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass ein solcher Versuch glückt. Wie Sie das ganz konkret angestellt haben und welche Herausforderungen Sie letztendlich auch hatten, darüber möchten wir gleich sprechen. Unter anderem, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Im Gast im Studio ist Thomas Burger, Chef der Burger Gruppe. Ausgezeichnete Integration im wahrsten Sinne des Wortes ist unser heutiges Thema. Vom Flüchtling zum Kollegen. Ein Viertel Ihrer Belegschaft ist ausländischer Abstammung. Was bedeutet das für das Unternehmen selbst? Ja, zum einen ist es natürlich so, wenn eine ganze Familie dann aus dem Ausland zu uns kommt, dann ist es natürlich wichtig, dass nicht nur der Mann gegebenenfalls dann einen Arbeitsplatz hat und gegebenenfalls die Familie auch eine Wohnung, sondern es ist auch wichtig, dass die Kinder und natürlich auch die Ehefrau dann entsprechend sich integriert in der Region, weil ansonsten ist die Nachhaltigkeit gering. Und da müssen wir natürlich auch drauf schauen, dass insbesondere die Ehefrau, gerade was die Sprache betrifft, das ist natürlich die erste Barriere, die zu überspringen ist, dass hier die Sprache recht schnell gelernt wird. Die Kinder integrieren sich oft sehr schnell über die Schule dann. Und insofern bieten wir da über unsere Burger Academy auch entsprechende Sprachkurse für die Familienangehörigen und machen auch das ein oder andere über die normale Arbeitszeit hinaus. Im Rahmen einer Integration gemeinsame Feste, gemeinsame Sportveranstaltungen, so dass eben da sehr schnell die Integration vor Ort gegeben ist. Was genau bedeutet denn aus Ihrer Sicht Integration? Ist es ein sich zu Hause fühlen? Ja, Integration bedeutet für mich, dass man, wenn man angekommen ist, auch ein Stück weit Wurzeln schlägt in der Region. Da spielen natürlich auch die Vereine eine große Rolle, dass man über Sport, über andere kulturelle Vereine ein Stück weit Heimat findet. Und da haben wir zum Glück bei uns in der Region auch eine sehr gute Vereinskultur. Und der ein oder andere findet darüber sehr schnell Anschluss. Klappt denn bei Ihnen immer die Integration? Immer ist übertrieben. Wir haben auch da schon Rückschläge erlitten. Zum Beispiel? Dass eben ganz einfach in der Familie, insbesondere bei der Ehefrau, dann das Heimweh auftritt und man sich nicht in der Form Wurzeln schlägt, wie wir es gerne hätten. Und wenn natürlich das nicht gelingt, dann bedeutet es auch im einen oder anderen Fall, dass so ein Projekt auch mal abgebrochen wird. Also wie sind denn die Kollegen in Ihrem Unternehmen drauf, wenn jetzt andere Kollegen aus anderen Ländern mit anderen Sprachen, mit anderen Mentalitäten in das Unternehmen kommen? Funktioniert das von selbst? Von selbst in zahlreichen Fällen. Also wir haben da eine sehr gute Willkommenskultur, muss man sagen, liegt gegebenenfalls immer auch an beiden Seiten. Der eine kommt, der andere ist schon da. Und ansonsten, wie gesagt, schauen wir natürlich über unsere Burger Academy, dass wir eben die Leute auch über den Arbeitsplatz hinaus, über entsprechende Aktivitäten, über gemeinsame Veranstaltungen ein Stück weit näher zusammenbringen. Wir haben auch Patenregelungen, wo wir sagen, jeder, der neu zu uns kommt, jetzt gerade aus dem Ausland, der bekommt einen Paten zur Seite gestellt, der ihm eben im Alltag ein Stück weit hilft, sich in der Region zu Hause zu fühlen.
Sie haben ja auch, sag ich mal, noch eine andere Mütze auf. Sie sind ja jetzt nicht nur Chef der Bürgergruppe, sondern auch Chef von den Wild Wings, geschäftsführender Gesellschafter der Eishockey-Cracks sozusagen. Auch dort weiß man ja, dass diese Mannschaften ja immer international zusammengesetzt sind. Ist das auch ein Erfolgsgeheimnis einer solchen Mannschaft, eines solchen Teams, dass man ja doch viele Facetten hat? Gut, dort sind wir im Profisportbereich unterwegs. Da ist die ganze Geschichte von Saison zu Saison, also kurzfristig angelegt, während wir als eigentümergeführtes mittelständisches Unternehmen natürlich in Generationen denken und über Jahrzehnte gegebenenfalls uns Gedanken machen. Und insofern unterscheidet sich das natürlich schon ein Stück weit, dass die einen eben sehr kurzfristig ausgerichtet sind und wir in unseren Unternehmen auf die mittel- bis langfristige Zeitachse setzen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas Burger. Danke Ihnen. Hat mich sehr gefreut, liebe Zuschauer. Das war's schon wieder soweit hier bei Chefsache. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.